Hi, liebe Zuschauer, ihr seid bei Wilhelmshaven Vlogs und heute bin ich am Hoogseeler Strand unterwegs. Viel Spaß mit dem Video, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das ist noch ein richtiger Naturstrand hier. Also ja, das Meer, das Wasser kommt gerade wahrscheinlich oder ist gerade abgelaufen. Hoffentlich sehe ich es jetzt gerade von hier nicht. Aber jedenfalls hier noch eine Düne. Nee, da hinten ist ein Dünenbereich. Ja. Also Dünen sind hier Bereiche, die naturgeschützt werden. Es gibt auch verschiedene Dünentypen. Es gibt Wanderdünen und was weiß ich für Dünen. Was für Dünen noch? Also ich kenne mich damit nicht aus. Ja, so, um hier auf den Strand zu kommen, müsst ihr dann da vorne 3 Euro Eintritt bezahlen. Das kostet für Kinder und Minderjährige unter 18 Jahren nur 1,50 Euro. Finde ich total fair. Aber ich finde das eine echte Frechheit, dass man hier allein, um auf den Strand zu kommen, ja, also, dass man dann hier alleine auf den Strand zu kommen, hier ohne was zu essen zu wollen, schon Geld bezahlen muss. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht bezahlen muss, weil Sommersaison ist ja eigentlich vorbei. Das ist kein schöner Blick auf das Meer, dessen Wasser jetzt gerade nicht da ist, aber da hinten so langsam wieder anfängt aufzulaufen. Ja, das hier war übrigens mal ein Steinstrand, aber hier wurde, damit man nicht auf Steinen liegen muss, wie bei allen anderen Sandstränden auch, die ich bisher kenne, einfach auch hier Sand aufgeschüttet, der aus dem Meer geholt wurde und auch jedes Jahr, wenn Sturmfluten sind, wieder ins Meer zurückgespült wird. Ja, also das da sind Wellenbrecher. Ich weiß ja, diese sind halt dazu da, dass die Wellen hier nicht zu stark auf den Strand treffen, wenn jetzt mal hier Sturmflut oder so ist oder mal die Wellen höher sind, weil der Wind ein bisschen stärker bläst. Ja, und auf diesen Wellenbrechern sollte man nicht spazieren gehen und auch nicht balancieren oder so. Oh, denn das ist lebensgefährlich. Da kann man abrutschen und sich lebensgefährlich bei verletzen. Aber allerdings sind das keine Attrappen, sondern sind nur da, um die Wellen, wenn die jetzt da sind, ja, hier ein bisschen abzuschwächen, damit die nicht in voller Wucht auf dem Strand und da hinten in den Ort eintreffen. Das will ja keiner. Oh. Also hier, wenn hier im Sommer viele Yachten unterwegs sind, dann finde ich das hier auch ultra geil. Das muss ich euch dann nächstes Jahr, wenn Sommer ist, mal zeigen. Guck, da ist auch die Düne, die ich vorhin meinte. Da darf man nicht reingehen. Das heißt, ja, so, oder nur diese Dünenarbeiter, Naturschützer oder wie auch immer, heißt, die dürfen da rein. Aber wir als normale Menschen dürfen das nicht. Leider. Weil da leben ja bestimmt interessante Tierarten drin. Alter, wie lang ist denn dieser Strand bitte noch? Guck mal, also und da drüben auf der anderen Seite, irgendwo da ist Wilhelmshaven und von da aus bin ich ganz hierher gefahren. War schon eine starke Leistung, oder? 10 Kilometer? Und guck mal, wie weit wir jetzt schon vom Strandeingang weg sind. Naja, hier ist der Sand halt etwas härter, weil bis hier manchmal das Wasser kommen kann, wenn Sturmfluten sind oder jetzt die Wellen mal ein bisschen höher gemacht werden durch Schifffahrt oder so. Und hier nochmal diese schönen Dünen, also da hinten ist auch irgendwo wo der Ortskern von Hoogseel, aber da will ich jetzt nicht mehr hin, weil ja, es ist einfach ein bisschen zu kalt, glaube ich. Und ich habe auch ein bisschen zu wenig Zeit dafür. Aber na gut, nichtsdestotrotz wollte ich euch trotzdem mal am Hoogseeler Strand ein bisschen hier Impressionen einfangen. Hier, da Goldrausch oder was im Meer. Oder sucht ihr da nach Krebsfossilien? Also ich weiß es ja nicht. Also, können wir mal gucken, was da auf dem Bierpower-Schild steht. Ah, hier
hier sogar noch ein separates Hundestrandbad. Ja, das finde ich ja auch ganz cool, dass man hier so eine Hunde frei rumlaufen lassen darf auf dem Gelände bis hier zu dem Schiff. Und dass die dann auch hier mal frei baden gehen können, ohne dauernd über irgendwelche Menschen, die sich durch Hunde gestört fühlen, wegzurennen. Ja. Fossilienrausch. Also da wurde auch gerade ausgegraben. Die suchen hier scheinbar nach Meerestierfossilien oder so. Oder kann ja sein, dass sie irgendwie Archäologen oder Hobbyarchäologen sind. Kann man hier in Hooksiel am Dünenstrand eigentlich auch hier Kitesurfen? Ja, ne, müsste eigentlich. Ich war so Kitesurfen, da würde ich mich echt gerne mal ausprobieren. Ich würde mich da zwar ein paar Mal alle auf die Fresse schmeißen, aber ganz ehrlich, gut, muss ich vielleicht mal ausprobiert haben. Was haben die denn da gebaut? Ein separates Kinderbecken oder was? Ach nee, das ist kein Kinderbecken, ich dachte schon. Und na gut, ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts falsch, weil ich bin auf einem Weg und trampel nicht direkt diese Dünen kaputt. Macht man sich dann auch strafbar, wenn man durch eine Düne geht, wo zum Beispiel jetzt hier den Weg ausgebaut ist, der da durchführt, oder dann macht man sich dann nicht strafbar. Oh, ich gucke erstmal, ob bei dem Haus da vorne Toiletten sind. Alter, ich muss nämlich mal ganz, ganz dringend, ey. Ja, gut, bis gleich. Ja, hier stehen ein paar Informationen über Seehunde. Ah, die sind so süß, ne? Aber die sind auch gefährlich. Leute, ich hätte euch echt gern mehr von Hooksiel gezeigt, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr dazu, weil es auch schon bald wieder Abend und meine Schularbeiten rufen ja auch, ne? Also das war's vom Video, Leute. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren und Glocke aktivieren. Nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.